Hallo, Chefin. Guten Tag, Nicole. Gut, dass ich Sie hier noch draußen treffe, bevor es da drin richtig losgeht. Ich wollte noch mit Ihnen ganz kurz gesprochen haben. Ja? Was denn? Ich hoffe, Sie sagen das Richtige da drin. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Richtige? Das wissen Sie ganz genau. Der Kerl hat meinen Mann auf dem Gewissen. Und das soll auch das Gericht erfahren. Ich meine, das sind Sie Werner schuldig. Er hat euch immer gut behandelt, fast wie eine Familie. Gut behandelt? Ist das Ihr Ernst? Natürlich. Er hat uns ausgebeutet, bis aufs Blut und bespitzelt. Der kranke Spanner. Man soll ja nicht schlecht über Tote reden. Aber schuldig bin ich dem absolut nichts. Also dann will ich es mal anders ausdrücken. Wenn du da drin nicht richtig spurst, dann kannst du dir morgen früh einen anderen Job suchen. Haben wir uns verstanden? Oliver Lange, geboren 17. Mai 1980 in Aachen, wohnhaft in Köln, ledig, Lagerist, seit dem 17.10.2008 in Untersuchungshaft in der JVA Köln. Der Angeklagte arbeitet als Lagerist im Pronto Supermarkt in Köln-Neustadt. Am Nachmittag des 15.10.2008 kündigte ihm Werner Brafer, der Inhaber des Supermarktes, fristlos, weil er den Angeklagten verdächtigte, heimlich kompromittierende Fotos von ihm gemacht und diese jeweils am schwarzen Brett dreier Filialen aufgehängt zu haben. Daraufhin kam es gegen 17.15 Uhr zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte seinen Chef mit einer Champagnerflasche bewusstlos schlug. Um sein Opfer zu töten, ließ er dann das elektrische Rolltor der Lagerrampe herunter, sodass dessen Hals eingequetscht wurde. Werner Brafer bekam keine Luft mehr und erstickte schließlich. Der Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, strafbar gemäß § 212 StGB. Wir stellen da noch fest, dass die Nebenklage der Witwe des Getöteten, Frau Irene Brafer, zugelassen wurde. Frau Brafer, selbstverständlich können Sie auch jederzeit Fragen stellen. Ja? Ja. So, dann zu Ihnen, Herr Lange. Die Anklage haben Sie gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Sicher, aber viel einfallen tut mir dazu nicht. Ich weiß nicht, so einfach ist es. Wissen Sie, Herr Lange, so einfach ist das eben gerade nicht. Ne? Es ist bei der Beweislage sogar ziemlich schwer, das werden Sie sehen. Also, wie war denn das? Wie war überhaupt der Nachmittag aus Ihrer Sicht? Ich habe gerade eine Lieferung Spirituosen reinbekommen und die Paletten verräumt, als der Chef, sprich der Brafer, reingekommen ist. Ja, und, wann war denn das? Ja, so gegen 10 nach 5 ungefähr. Der Chef war irgendwie nicht, der war nicht gut drauf. Wir beide haben uns ein bisschen angeblafft, aber war nichts Wildes. Eine Kündigung ist nichts Wildes für Sie, ja? Wie, was? Sie hat mich nicht gekündigt. Naja, aber Ihre Kollegin, die Kassiererin, die Nicole Schwicht, die will Zeugin so einer Kündigung geworden sein. Ach die, die hat doch gar keine Ahnung, was bei uns im Lager los ist. Der Chef hat mich angeschnauzt, ich habe zurückgeschnauzt, aber von Kündigung war keine Rede. Keine Rede. Also gut, nehmen wir das mal so hin. Nach dem Streit, was haben Sie da gemacht? Nach dem Streit? Das war so 5 Minuten später. Ich glaube, ich bin schon auf den Parkplatz gegangen, weil ich das Handy holen wollte aus meinem Auto. Wie lange hat das gedauert? Ja, so eine Viertelstunde ungefähr. Eine Viertelstunde nur fürs Handy holen? Ja, okay, ich gebe ja zu. Ich wollte eine Zigarette rauchen. War ja mittlerweile bei uns nicht mehr erlaubt. Und dann hat die Frau vom Brafer schon geschrien. Und erst da bin ich zurück. Und da lag er schon unterm Tor. Jetzt machen wir mal zurück. Was heißt zurück? Auf welchem Weg sind Sie zurückgegangen zum Lager? So, wie ich gekommen bin. Moment, ich habe Sie aber nicht gesehen. Ja, konnten Sie auch nicht so, wie Sie geschrien haben. Sie haben nur auf Ihren Mann geguckt. Also, wenn die Frau Brafer Sie nicht gesehen hat, heißt das, dass Sie dann auch gar nicht geholfen haben? Ja, Mann, da kamen doch schon die ganzen Kollegen. Was hätte ich denn tun sollen? Mhm. Also, dann lassen Sie uns noch mal zu dem Streit kommen, den Sie ja vor dem Tod mit dem Herrn Brafer hatten. Sie haben gesagt, Sie hätten sich beide angeschnauzt. Ja. Worum ging es dabei dann genau? Ja, der Chef hat behauptet, ich hätte ihn am Wochenende heimlich verfolgt und fotografiert und diese Fotos dann ans schwarze Brett gehängt. Mhm. Wissen Sie, der Chef hier mit der da heimlich am Werkeln. Und? Haben Sie die Fotos gemacht? Nein, habe ich nicht. Habe ich ihm auch klar gemacht. Wobei ich das gar nicht wusste, was er von mir wollte. Der Chef hat doch in all seinen Supermärkten Kameras und Mikrofone installiert und uns Mitarbeiter überwacht. Ja, Moment, das lässt sich doch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Wo ist denn da der Unterschied? Ob der Chef seine Mitarbeiter oder die Mitarbeiter den Chef bespitzeln? Der Unterschied? Mein Mann musste seine Läden überwachen lassen. Er hatte doch überhaupt keine andere Wahl, weil da so viel gestohlen worden ist. Und ich glaube nicht, dass das miteinander sich zu vergleichen lässt. Also ist ja unglaublich. Ach, das sagen Sie. Wenigstens hat der Alte mal gemerkt, wie das ist, wenn man überwacht wird. Wie du mir, so ich dir, sage ich da nur. Na gut, wie auch immer, man merkt zumindest an Ihren Äußerungen, dass Sie Ihren Chef nicht sonderlich mochten. Das stimmt doch, oder? Das ist doch Schwachsinn. Es kann sein, dass der Ton bei uns ab und zu mal ein bisschen rauer war. Aber ich arbeite im Lager und nicht in irgendeiner Wellnessfarm. Wird Ihr Ton auch nicht höflich gewesen sein, als Herr Brafer ihn gekündigt hatte? Ich wiederhole mich noch mal, Herr Brafer hat mich nicht gekündigt. Also gab es doch keinen Grund für mich, warum ich ihn an die Wäsche soll. Gut, wie erklären Sie sich dann, dass Ihre Fingerabdrücke an der Tatwaffe, nämlich dieser Champagnerflasche, gefunden wurden und auch an diesem Tastschalter des Rolltors? Ja, Herr Holt, das ist doch schließlich mein Job, Flaschen hin und her zu räumen. Außerdem bin ich der Einzige im Lager, deswegen mache ich auch das Rolltor auf und zu. Na gut, nur seltsam, dass wir an diesen Gegenständen nur Ihre Fingerabdrücke, keine Fingerabdrücke von anderen Personen gefunden haben, oder? So seltsam finde ich das gar nicht. Der Täter hat wahrscheinlich Handschuhe getragen.
Ja, und wie Sie wissen, oder wie Sie vielleicht auch nicht wissen, liegen in der Lebensmittelabteilung des Pronto-Marktes haufenweise diese Handschuhe rum. Da können sich die Mitarbeiter frei bedienen. Genau. Ja, ja, genau. Nur die meisten Mitarbeiter werden kein Interesse gehabt haben, weil nicht jeder hat das Opfer so gehasst wie Ihr Mandant, ne, Frau Verteidigerin. Ich hab den Braffer nicht gehasst. Wissen Sie, ja, bitte? Naja, aber mir glaubt ja sowieso keiner, ob ich meinen Text jetzt sage oder aufsinge. Gutes Stichwort. Wir haben ja ein Best-of sozusagen von Ihnen auf Band, ne? Ihre besten Texte. Ja, gut. Gibt's denn noch Fragen an den Angeklagten? Keine. Vorläufig zumindest nicht, Herr Vorsitzender. Ich denke mal, wenn wir das Band in Augenschein nehmen können, dann ergeben vielleicht nochmal neue Fragen. Dann treten wir doch einfach in die Beweisaufnahme ein. Sie nehmen bitte bei Ihrer Frau Verteidigerin Platz. Und dann beginnen wir doch direkt mit diesem Überwachungsvideo vom 8.10.2008. Es ergeht folgender Beschluss. Das Video wird in Augenschein genommen. Es muss natürlich eine Abwägung hier stattfinden, aber selbstverständlich meine ich, dass hier das Aufklärungsinteresse an der Aufklärung eines Tötungsdelikts höher wiegt als das Persönlichkeitsinteresse der gefilmten Person. Also schauen wir es uns mal an. Nanu, Frau Kollegin, erst eine Minute vor eins und machst schon Pause? Ach, Olli, du kannst mich mal. Ich hoffe, dass ich mal abmachen fällt. Ich werde gleich mit dem Chef berichten, jetzt saugt es. Das ist mir sowas von egal. Zurzeit sind wir sowieso schon wieder unterbesetzt. Ja, dann ist ja gut. Der Chef kommt sowieso gleich. Oh nein, wirklich? Mann, warum ein Witz? Doch nicht so locker, oder was? Nee, ich glaub dich, Braffer, du mieses Schwein. Was denn? Der Braffer, der hat eine Videokamera aufgestellt mit Mikro und uns abgehört. Jetzt weiß ich schon, woher der wusste, wie oft und wann ich auf Toilette gehe. Dieses miese Schwein, der hat mich abgemahnt. Olli, die Kamera ist noch an. Das ist mir doch egal, das ist illegal. Boah, das zahle ich dir heim. Hast du gehört, Braffer? Das werde ich dir heimzahlen. Und dann, ganz, ganz großer Auftritt, ne? Und da wollen Sie immer noch sagen, dass Sie kein Problem mit Ihrem Chef hatten. Nein, nein, den mochten Sie, ne? Bis zuletzt. Wissen Sie, das ist doch aus dem Zusammenhang gerissen. Danach habe ich mich wieder einbekommen, aber das war leider nicht mehr drauf. Wie auch immer, Herr Lange, Fakt ist, dass Sie spätestens da von den Kameras, von den Überwachungskameras wussten. Ja, und da gibt es ein sehr spannendes Detail. Es gibt nämlich keine Aufnahmen von der Tatzeit am Tatort, obwohl da eine Überwachungskamera angebracht war. Wie kann das kommen? Sie haben die Bänder geholt. Sie haben die Bänder geholt aus dem Büro der Marktleiterin. Die Marktleiterin selbst, die Frau Menden, die hat nämlich gesehen zur Tatzeit, wie Sie aus Ihrem Büro verschwunden sind. Die Frau, die lügt. Die hat nur Angst um ihren Job. Die steckt mit der Firmenleitung unter einer Decke. Gibt es im Moment noch Fragen? Keine, Dankeschön. Frau Braffer, dann kommen Sie mal bitte in die Mitte, dann fangen wir doch mit Ihnen an. Ja, Sie sind zwar Nebenklägerin, aber jetzt im Moment sind Sie Zeugin und als Zeugin müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Klar. Ja. Sie heißen Irene Braffer, 38 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, Sie sind verwitwet von Beruf. Ich bin eigentlich Hausfrau, aber seit dem Tod meines Mannes führe ich die Pronto-Märkte weiter, was gar nicht so einfach ist. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Ist sicherlich nicht so einfach für Sie, jetzt über den Tod Ihres Mannes zu sprechen. Trotzdem muss ich Sie leider bitten, zu schildern, wie dann das war. Ja? Sie waren ja an dem Tatnachmittag auch in dem Pronto-Markt in Neustadt. Wie haben Sie den Nachmittag erlebt? Waffe? Ich wollte an dem Tag Werner von unserem Markt in Neustadt abholen. Und ich wartete eine ganze Zeit lang im Auto. Als er nicht kam, bin ich dann durch das Lager rein, um nach ihm zu schauen. Und das, was ich gesehen habe, war, Werner lag ja, mit dem Kopf unter dem Rolltor. Ich bemerkte, dass er sich nicht mehr bewegte. Und ich habe erst mal ganz laut um Hilfe gerufen. Mhm. Aber leider kam keiner. Und dann habe ich erst mal das Rolltor hochgefahren. Aber es war schon zu spät. Ist Ihnen am Tatort, also da rund um das Rolltor, irgendwas besonders aufgefallen? Ja, die Champagnerflasche lag sehr, sehr nah an meinem Mann, am Boden. Können Sie sich erinnern, wann genau Sie da Ihren Mann gefunden haben? Es muss so 5:30 gewesen sein. 5:30. War da außer Ihnen noch jemand dort? Also haben Sie noch jemanden gesehen? Nein, erstmal niemand. Natürlich liefen dann irgendwann mal alle zusammen. Ja, haben Sie dann auch den Angeklagten gesehen? Nein. Aber ich bin mir absolut sicher, dass er das war. Wieso sind Sie sich dann so sicher? Der hat ihn doch gehasst. Keine Ahnung, aus welchem Grunde auch immer. Warum sollte er ihn sonst verfolgen und Fotos von ihm machen? Also ein Zusammenhang zwischen dem Angeklagten und diesen heimlich angefertigten Fotos von Ihrem Mann, der lässt sich nicht nachweisen. Also da sollte man auch mit Unterstellungen dann im Moment sehr zurückhaltend sein. Unterstellungen?
Das sind keine Unterstellungen. Mein Mann war sich absolut sicher, dass er das war. Er hat ja auch die Kollegen aufgehetzt wegen der Kameras in den Märkten. Und er hat ja überall rum erzählt, dass er sich deswegen rächen also, wird. Also Moment mal, dass Ihr Mann ausspioniert worden ist, das war einzig und allein die Reaktion darauf, dass Ihr Mann skandalös, illegal und systematisch sämtliche Mitarbeiter ausspioniert hat und überwacht hat. Ja? Also Grund zur Rache hätte ja jeder Mitarbeiter gehabt, nicht nur mein Mandant. Oder glauben Sie, allein ihn hat es gestört, dass auch die Privatgespräche abgehört worden sind? Vielleicht nicht. Aber nur er war an diesem Tag im Lager. Waren Sie eigentlich in die Pläne Ihres Mannes eingeweiht, die Mitarbeiter per Video zu überwachen? Wenn Sie mich fragen wollen, ob er mich gefragt hat, nein. Aber wenn er es getan hätte, dann wäre ich unbedingt dafür gewesen. Warum wären Sie auch dafür gewesen? Er musste es tun. Es verschwanden immer mehr und mehr Waren aus den Märkten. Und irgendwann mal war es klar, es müssen die Mitarbeiter gewesen sein. Mein Mann musste darauf reagieren. Ist doch Bullshit! Ihr Mann war ein Oberkontrolletti. Deswegen hier auch in jeder hinterletzten Ecke eine Kamera. Ja, das ist ja wohl grob übertrieben. Hier und da wurden ein paar Kameras aufgehangen. Na und? Was soll's? Ich will mich doch nicht in meinen Klopausen filmen lassen. Außerdem habe ich keinen Bock darauf, dass der Chef protokolliert, wann und mit welchem Mädel ich quatsche. Ist eine Riesensauerei. Außerdem hat er mich abgemahnt, weil ich ab und zu meine rauche. Zustände wie im Straflager. Wow, ich verstehe überhaupt die Aufregung da nicht. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu fürchten. Hier hat sie noch nicht mal. Also jetzt bitte mal, jetzt nehmen Sie sich mal zurück. Aber zu Ihnen, Ihre Einschätzung, dass jeder, der nichts zu verbergen hat, ohne weiteres eine Überwachung hinnehmen muss, das ist nun mal falsch. Moment mal, das sind unsere Läden. Das sind Ihre Läden, aber eine Überwachung Ihrer Mitarbeiter, noch dazu auch auf der Toilette und in den Sozialräumen und weiß Gott wo, die ist so nicht zulässig. Überhaupt eine Videoüberwachung ist nur bei einem konkreten Verdacht strafbarer Handlungen zulässig. Ja, ja, aber das sage ich doch gerade. Ja, aber trotzdem können Sie nicht Aufenthaltsräume und Waschräume einfach überwachen, ohne dass die Mitarbeiter was davon wissen. Mein Gott, hat denn heute ein Unternehmer überhaupt keine Rechte mehr? Wissen Sie, wenn Sie so großzügig die Bespitzelung Ihrer Mitarbeiter befürworten, dann wundere ich mich auf der anderen Seite, wieso Ihnen diese Großzügigkeit dann plötzlich fehlt, wenn es um die Bespitzelung Ihres Mannes geht. Ja, das wundert mich allerdings auch. Oder liegt es vielleicht daran, dass dadurch erst herausgekommen ist, dass Ihr Mann Sie betrogen hat? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Aber natürlich nicht. Schauen Sie sich doch mal die Fotos an. Hier geht Ihr Mann ins Hotel. Ja, diese Fotos. Da ist er im Hotel. Hier fängt er schon an, die Gardinen zuzuziehen. Man sieht hier auch schemenhaft eine Dame. Und hier fangen die beiden an, Zärtlichkeiten auszutauschen. Und da wollen Sie sagen, dass sie das nicht getroffen hat, als das am nächsten Morgen in aller Öffentlichkeit belacht worden ist? Unsinn. Ich bin nicht so empfindlich. Nicht so empfindlich? Hm. Mein Mann hat sich zwischendurch mal eine Freundin gegönnt. Ja Gott, was soll's? Ich denke, dass jeder erfolgreiche Geschäftsmann das tut. Hm. Wollen Sie damit sagen, dass sie diese Affäre kalt gelassen hat? Das hat sie nicht getroffen. Sagen wir mal so. Ich sage Ihnen jetzt vorsichtshalber mal 55 StPO. Sie müssen auf solche Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sich selbst belasten? Wieso bitte das? Glauben Sie etwa, dass ich meinen Mann, weil ich eifersüchtig war? Das ist absoluter Unsinn. Wenn Sie nicht eifersüchtig waren, wie haben Sie denn den Skandal dann aufgenommen? Glücklich war ich nicht darüber. Ja. Aber wer wäre das auch schon? Aber eins konnte ich und ich konnte mich auf meinen Mann verlassen. Wir haben darüber gesprochen, er hat mir versprochen, mit dieser Frau Schluss zu machen. Und für mich war das Thema damit erledigt. Wissen Sie denn, mit wem Ihr Mann sich da getroffen hat? Hm? Nein, keine Ahnung. Die Bilder von der unbekannten Geliebten und ihrem Mann, die sind ja erst einen Abend vorher veröffentlicht worden. Wann haben Sie denn davon erfahren? Am Morgen von Werners Tod. Mhm. Das heißt, Sie hätten... Ja, der hat mich angerufen und hat mir darüber erzählt, damit ich es von jemandem anderen erfahre. Das heißt, und er hat mir bei diesem Gespräch auch versprochen, dass er sich von dieser Frau trennen wird. Das heißt, Sie haben Ihren Mann erst wieder gesehen, als Sie am nächsten Tag ihn vom Lager abholen wollten, richtig? Ja, ja? Das ist richtig, aber... Und da wollen Sie uns allen Ernstes erzählen, dass Sie Ihren Mann da nicht zur Rede stellen wollten, obwohl Sie vorher über diese Affäre nur am Telefon gesprochen haben? Wissen Sie was? Das nenne ich großzügig. Frau Verteidiger, ich weise noch mal darauf hin, dass wir keine Fingerabdrücke der Zeugin, auch keine Spuren der Zeugin haben an der Tatwaffe, also der Champagnerflasche. Wir haben keine Spuren an dem Rolltor und nicht mal an der Leiche. Sehr wohl aber haben wir Spuren, was Ihren Mandanten anbelangt. Das nur noch mal vielleicht zur Erinnerung. Und womöglich gibt es dafür eine ganz einfache Erklärung. Die Zeugin hat ja ihre Kleidervorlieben schon präsentiert. Handschuhträgerin, sage ich da. Jetzt würde mich interessieren, haben Sie diese Handschuhe auch am Tattag getragen? Sie fragen mich ja Sachen. Woher soll ich denn das jetzt noch wissen? Darf ich etwas dazu sagen? Ja, bitte. Klar hat sie die Handschuhe getragen. Die trägt sie immer. Die kann niemand die Hand geben. Geschweige denn irgendwas anfassen. Das ist eine richtige Manie, ist das. Ist das richtig?
Ja und? Nur weil ich mir die Finger nicht dreckig machen will, bin ich gleich eine Mörderin? Ich habe meinen Mann geliebt und ich hätte ihm nie etwas antun können. Und diese Anwältin da, die kann mir versuchen, solange sie will, die Worte in meinem Mund umzudrehen. Da haben Sie mir nicht richtig zugehört oder mich nicht verstanden. Ich drehe Ihnen gar nicht die Worte im Mund rum. Mein Mandant ist bei weitem nicht der Einzige, der ein Motiv für diese Tat hatte. Sie genauso. Sie hatten allen Grund, Ihren Mann zu hassen. Und Sie hätten außerdem noch Gelegenheit für diese Tat gehabt. Denn Sie wussten zwischen dem Streit zwischen meinem Mandanten und Ihrem Mann. Und mittels der Sektflasche wäre es ein leichtes für Sie gewesen, die Tat meinem Mandanten in die Schuhe zu schieben. Ja, und wer weiß, vielleicht war diese Geliebte auch in die Tat involviert. Wenn es denn stimmt, dass Ihr Mann die Beziehung an dem Morgen beendet hat. Hey, spinnst du? Ich hab dir doch gesagt, dass keiner mitkriegen darf, dass wir zusammen sind. Ich verstehe nicht, was das Ganze soll. Ich finde, wir sollten da drin sowieso einfach nur ehrlich sein. Hast du nichts kapiert von dem, was ich dir gesagt habe? Wenn wir da drin erzählen, was wir gemacht haben, dann nehmen die uns auseinander. Wieso will mir eigentlich jeder vorschreiben, was ich zu tun habe? Vorhin hat mich die Chefin auch schon angeschnauzt. Und dabei habe ich doch an dem Tag nur... Die Zeugin Nicole Schwicht, bitte. Hör auf. Ich hab dir doch gesagt, ich will nicht wissen, was an dem Tag passiert ist. Du hast genug durchgemacht. Ich will nur, dass dir nichts passiert. Unglaublich, was man sich hier alles bieten lassen muss. Frau Schwicht, guten Tag. Kommen Sie einfach mal nach vorne. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Ja, als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen, das wissen Sie sicherlich. Und wenn Sie was Falsches sagen würden, würden Sie sich strafbar machen. Ja? Sie heißen Nicole Schwicht, 28 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, Sie sind geschieden, Kassiererin im Pronto-Markt. Ja, aber ich glaube, dass ich da nicht mehr lange bleiben darf. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen, dem Angeklagten, Kollege von ihm, dem wird vorgeworfen, er soll ihren Chef, den Werner Braffer, am Mittwoch, den 15. Oktober, so gegen 15.30 Uhr, zuerst mit einer Champagnerflasche niedergeschlagen haben und später mit einem Rolltor zum Lager erstickt haben. Sie haben ja zu dem Zeitpunkt auch in dem Markt gearbeitet. Haben Sie in dem Zusammenhang was beobachtet? Ja, also so irgendwann kurz nach fünf kam Herr Braffer dann in die Filiale. Ich war zur Zeit an der Kasse. Ja, er war sehr wütend. Hat er gesagt, warum er wütend war? Ja, ich glaube, es ging um diese Fotos am schwarzen Brett. Er hat sie zuerst wütend heruntergerissen und dann hat er gebrüllt, wo ist der Lange? Mhm. Und wo ist der Lange? Und meinen Sie, dass das miteinander zu tun hatte? Ja? Die Entrüstung einerseits und der Ruf nach dem Herrn Lange. Hat er denn noch was gesagt? Ja, er wollte den Olli halt feuern und er hat gerufen, der Ratte wird sich zeigen und dann ist er auch schon im Lager verschwunden. Mhm. Wollen Sie jetzt sagen, es jemandem zeigen, ist das ein Synonym für Kündigung? Wollen Sie das sagen? Wie bitte? Ja, ich erkläre es Ihnen gerne. Sagen Sie, dass Ihr Chef mit dem Ausdruck, der Ratte wird sich zeigen, gemeint hat, dass er ihn gekündigt hat? Ja, das hat er später dann auch noch gesagt. Mhm. Das haben Sie eben aber anders dargestellt. Da haben Sie gesagt, Ihr Chef hat den Satz gebrüllt und dann ist er im Lager verschwunden. Naja, aber ich habe ihn dann gehört aus dem Lager. Das wundert mich jetzt aber, Frau Schwicht. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Wir haben hier eine schöne Skizze vom Pronto-Markt. Schauen Sie mal. Hier, da befinden sich die Kassen mit dem schwarzen Brett im Verkaufsraum. Und hier befindet sich das Lager. Und dazwischen liegt ein Gang. Der ist fast 15 Meter lang. Und beide Räume sind durch eine dicke Stahltür getrennt. Wie wollen Sie jetzt also von hier gehört haben, was hier gesprochen wurde? Naja, also ich... Ich war neugierig und bin Herrn Braffer nachgegangen. Ich habe meine Kasse zugemacht und dann habe ich ein bisschen an der Tür gelauscht. Lassen Sie sich von der Verteidigerin da bitte nicht verunsichern, Frau Schwicht. Niemand wirft Ihnen vor, dass Sie die Kasse da schon geschlossen hatten. Sagen Sie einfach nur, was Sie dort an der Tür gehört haben. Ja, also Herr Braffer hat den Olli angebrüllt, was er sich erlaubt, ihn zu fotografieren. Und Olli hat aber sich über ihn lustig gemacht und gesagt, dass er mit den Fotos und der Wandzeitung nichts zu tun hat. Aber na klar, Braffer hat ihn trotzdem gekündigt. Und das alles wollen Sie durch die geschlossene Stalltür gehört haben? Ja. Was hat denn Ihr Chef genau gesagt? Hat er zu ihm gesagt, Sie sind gekündigt? Hat er gesagt, Sie sind gefeuert, ich will Sie nicht mehr sehen, Sie können sofort gehen? Wie war der genaue Wortlaut? Nun ja, ich habe vielleicht nicht jedes einzelne Wort verstanden. Aber ich weiß ganz genau, dass das Wort Kündigung gefallen ist. Also danke, aber Sie wissen nicht, in welchem Zusammenhang. Ja, kündigen kann man viele Verträge. Lebensversicherung, Fitnessstudio-Verträge. Also, was Sie hier erzählen, glaube ich einfach nicht.
Naja, ganz so wahrscheinlich ist natürlich nicht, dass die beiden sich über die Kündigung eines Lebensversicherungsvertrags gestritten haben, oder? Wie ging es denn weiter, nachdem das Wort Kündigung gefallen ist? Haben Sie dann noch weiter was verstehen können? Ja, Olli war auch wütend. Er hat gebrüllt, dass er sich so etwas nicht gefallen lässt. Mhm. Und ja, dann ist es plötzlich still geworden. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht und bin zurück an meine Kasse. Also egal, wie es jetzt im Detail war, Herr Lange, aber immerhin, die Zeugin sagt, sie habe gehört, dass in einem sehr lautstarken Streit geschrien, über Kündigung gestritten wurde. Ja, okay, vielleicht war der Streit doch nicht so harmlos gewesen. Braffer hat, ja, okay, vielleicht hat er mich doch gefeuert. Mhm. Vielleicht, ich wüsste ganz gerne, ob Sie ihn dann vielleicht auch niedergeschlagen und getötet haben, Herr Lange. Was? Nein, alles andere war wirklich so, wie ich es gesagt habe. Nicht so schnell. Jetzt denken Sie mal nach, ob es nicht vielleicht auch so war, dass Sie dann letztlich noch mit der Flasche auf ihn eingeschlagen haben und um das Ganze dann wie ein Unfall aussehen zu lassen, das Rolltor in Gang gesetzt haben. Denken Sie einfach nach. Warum sollte mein Mandant ja neben dem Opfer die Sektflasche liegen lassen? So dumm ist doch kein Mensch. Ich würde mal vorstellen, das nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Er kennt es auch nicht auf Anhieb. Ich kann nur sagen, er kann noch Panik gehabt haben zum Beispiel. Hat nichts mit Dummheit zu tun. Denn schauen Sie mal, wir haben ja Fingerabdrücke auf dieser Champagnerflasche vorgefunden. Fingerabdrücke Ihres Mandanten. Ne? Interessant ist, dass die Fingerabdrücke nicht etwa am Flaschenbauch vorzufinden waren, sondern am Flaschenhals. Und dann auch noch so angeordnet, wenn ich mal ganz kurz dafür vorsitze, ja, dass die Flasche eindeutig von Ihrem Mandanten... gesichert, Sie können es anfassen. Prima, danke. Nicht so genommen wurde, die Flasche, sondern wie ein Hammer so genommen worden ist, um dann auf das Opfer einzuschlagen. Und auf der Schlagseite haben wir dann ja Blutspuren gefunden. Blutspuren des später Verstorbenen, Blutspuren mit der DNA des Verstorbenen. Also, Flasche als Hammer draufgeschlagen, Fingerabdrücke Ihres Mandanten. So die Kurzfassung. Was gibt's da noch zu sagen? Sagen Sie es mir, Herr Lange. Ja, ich kann mir auch nicht wirklich erklären, wie die Fingerabdrücke da drauf gekommen sind. Kommen Sie endlich raus mit der Wahrheit. Tun Sie mir einen Gefallen und kommen Sie nicht so stückchenweise an. Also. Ich gebe es ja zu. Ich habe in die Flasche mal den Kopf gezogen. Ich war einfach nur wütend. Und danach bin ich weggerannt. Aber das Rolltor habe ich verdammt nochmal nicht angefasst. So, und jetzt reicht's mir, Herr Lange. Erst gab es keine Kündigung, dann gibt's die Kündigung. Dann wollen Sie mit der Flasche nicht geschlagen haben, dann haben Sie doch mit der Flasche geschlagen. Was ist jetzt mit dem Rolltor? Diese Salamitaktik, so nennt man das, geht mir ganz schön auf den Geist. Entweder oder. Was ist jetzt mit dem Rolltor? Herr Staatsanwalt, ich schwöre, bei dem Leben meiner ungeborenen Kinder, ich weiß nicht, ich bin unschuldig. Hören Sie auf, an mir kommen die Tränen. Das trifft mich jetzt sehr und berührt mich sehr. Unmöglich ist das. Unmöglich Mann, ist das. Als ich weggelaufen bin, hat der Braffe noch gegluckst und geatmet. Er hat gelebt und er ist durch das Rolltor gestorben. Und das habe ich verdammt nochmal nicht angerührt. Wieso haben Sie das nicht sofort bei der Polizei gesagt? Ich habe mich nicht getraut, das mit der Flasche zu erzählen. Ich wusste, dann glaubt mir keiner mehr. Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube Ihnen zum Beispiel schon lange nicht mehr. Sehen Sie? Herr Lange. Dann hat mein Mandant mit seinen Befürchtungen, dass ihm keiner glaubt, doch recht gehabt. Ja, prima. Aber Herr Staatsanwalt, hier gibt es keine klare Faktenlage. Und das liegt einzig und allein daran, dass Sie mal wieder Ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Wir wissen bis heute nicht, wer diese unbekannte Geliebte ist. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Wir wissen nicht mal, ob sie vielleicht auch am Tatort war. Entschuldigung, ich würde mich gerne noch mal frisch machen. Können Sie mir sagen, wo die Toiletten sind? Gut. Danke. Vielleicht erzählen Sie uns mal ein bisschen was über die Arbeitsbedingungen hier im Supermarkt. Ja, wie gesagt, es war nicht nur die ständige Überwachung und die Bespitzelung, die Arbeit im Supermarkt zu hart gemacht hat. Herr Braffer war ein absoluter Mitarbeiterschänder. Alles war absolut verboten. Man durfte noch nicht einmal offiziell zur Toilette zwischen den großen Pausen. Und Frauen mussten einen schriftlichen Antrag stellen, wenn sie öfter zur Toilette gehen wollten, wenn sie ihre Periode hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Wie war denn eigentlich Ihr Verhältnis zum Chef? Hatten Sie auch mal eine Auseinandersetzung mit ihm? Ja, nicht mehr als alle anderen auch. Sind Sie sich da sicher? Hatten Sie ihm nicht mehr vorzuwerfen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Dann will ich es Ihnen erklären, aber bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Aber nach meinen Informationen hatten Sie vor anderthalb Jahren eine Fehlgeburt. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Das war damals in der Arbeit eine sehr harte Phase für Sie. Ja, das so richtig ausgedrückt. Ist wohl so. Mhm. Im Gespräch mit Kollegen sollen Sie öfters deutlich gemacht haben, dass Sie Werner Braffer für dieses Unglück verantwortlich gemacht haben. Und zwar deswegen, weil er Sie in dieser Zeit besonders hart arbeiten ließ. Habe ich das so richtig dargestellt?
Ich möchte über diese Sachen nicht reden. Ja, ich will auch eigentlich gar keine Details wissen. Ich möchte nur wissen, ob aus Ihrer Sicht Ihr Chef damit was zu tun hatte. Ja, natürlich. Er hat mich weiter schuften lassen, obwohl er wusste, dass ich ein Kind erwarte. Wie soll sich denn dieses Schuften lassen vorstellen? Ja, ich musste weiter schwere Getränkestapel ins Regal einsortieren. Und dabei ist es dann auch passiert. Dabei habe ich dann mein Kind verloren. Hilft Ihnen zwar jetzt nicht mehr weiter, aber wissen Sie nicht, dass Sie sich dagegen hätten wehren können? Ja, wie denn? Ja, das ist ja verboten. Meine schwangere Arbeitnehmerin dürfen von Gesetzes wegen nicht mehr schwerer als 5 Kilo heben, lupfen, tragen. Ja? Und wenn Ihr Chef Sie das trotzdem tun lässt, dann macht es sich sogar strafbar. Sie hätten ihn anzeigen können. Ja, das habe ich nicht gewusst. Und damals ging es mir wirklich nicht so gut. Und außerdem hatte ich große Angst vor ihm. Und ich war auch auf diese Arbeit im Supermarkt angewiesen. Hatten Sie eigentlich jemals Rachegefühle gegenüber Ihrem Chef? Vor der Frage muss ich Sie allerdings belehren. 55 StPO, Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Nein. Das wäre nur zu verständlich, weil immerhin ist ja auch kurz darauf Ihre Ehe in die Brüche gegangen. Also, dass Sie das Ihrem Chef nicht heimzahlen wollten, ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Die Zeugin hat sich klar ausgedrückt. Hat sie sich wohl, oder? Ja. Noch weiter Fragen zur Sache? Keine. Dankeschön. Dann bleiben Sie unvereidigt. Danke, Sie dürfen hinten Platz nehmen. Daniel Wilhelms, bitte.